Jo, was geht? Chris hier am Start. Heute zeige ich euch, wie ihr Auflösung auf dem iPhone ändert. Viele wissen das nicht. Das ist ganz einfach. Dafür geht ihr in eurem iPhone auf Einstellung und in den Einstellungen dann auf Kamera. Und hier seht ihr nun bei Videoaufnehmen die eingestellte Einstellung. Voreingestellt ist 1080p, 30 Frames. Das ist so das Standardformat. Gut auflösend und relativ wenig Datenverbrauch dafür. Wenn wir da mal reingehen, dann seht ihr die verschiedenen Möglichkeiten, die ihr habt. Wenn ihr jetzt vorhabt, das Ganze zum Beispiel ein bisschen mehr in die Kino-Look-Richtung zu machen, dann werdet ihr gut bedient mit 4K 24 FPS. Für Internet- und YouTube-Videos würde ich euch immer vorschlagen 4K 30 FPS oder tatsächlich zu sagen, okay, wir nehmen das Ganze auf 4K 60 FPS auf. Damit habt ihr dann die Möglichkeit, euer Footage 2,5-fach mal langsamer zu machen. Damit kriegt ihr schon super schöne Slow-Motions hin. Deswegen würde ich euch immer dazu raten, wenn ihr ein iPhone mit relativ viel Speicher habt, nehmt immer auf 4K 60 FPS auf, dann könnt ihr damit später vieles mehr anfangen, als wenn ihr das Ganze direkt auf 30 Frames aufnehmt. Rausrendern könnt ihr es dann nachher ja sowieso auf der Framerate, auf der ihr möchtet. Das war's schon, peace out, Daumen wie immer hoch, ne? Bis zum nächsten Mal, ciao. Ryan Little. Yoga.